Herzlich willkommen zur 40. Folge Pyjadon mit dem Felix. Guten Tag. Guten Tag. Hast du die Pause genossen? Ja, es gab Melönski und Fußball. Warum? Okay. Weil unten Wassermelone von irgendeinem aus meiner Familie geschnitten wurde. So muss das sein. So. Staatsmitgliedern. Und jetzt sollten wir hier auch definitiv genug Teer verbrauchen. Sollten wir das oder müssen wir das? Auf jeden Fall läuft die Anlage jetzt unten mit Koks auf Vollgas, so wie sie laufen soll. Das ist doch wundervoll. Und Mining Machines ist bald durch. Woohoo. Danach haben wir doch noch 5000er, ne? Ja, für Aluminium, für das Dualumin, was du brauchst für den anderen Teil der Forschung. Alles klar, okay. Dann ist das ja dann auch bald. Bald, ja. Ist ja nicht so, dass wir jetzt 4 Folgen oder so allein an Mining Machines gesessen haben, so ungefähr. Wenn nicht sogar länger. Na gut, jetzt sollte ja eigentlich wieder deutlich mehr Koks kommen, dass jetzt auch die Forschungsanlage wieder halbwegs vernünftig laufen sollte. Soweit die Theorie, ja. Genau. Soweit die Theorie. Jetzt ist nur das Problem, Dass ich zu viel Schrott im Inventar habe. wenn ich das hier richtig sehe, dass wir zu wenig Favoga-E-Plantagen haben hier.
Mit Kohlgas. Ich werde wahnsinnig. Was soll ich dann erst sagen? Das kann doch nicht wahr sein. Genau, weil das Kohlgas nicht mehr verarbeitet werden kann, weil jetzt hier oben kein Koks mehr ankommt. Klingt doch wundervoll. Sowas wie ein ich sage mal, wie so ein Überdruckventil haben wir nicht, ne? Nicht, dass sie es bisher gefunden hatte. Kommt das vielleicht damit dabei? Irgendwie Tank, 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 Tank. Hast du einen Riss in der Platte? Tank, 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 tank. Frühventil, Überflussventil. Super, das wäre Flüssigkeitsbehandlung. Das heißt, wir müssen dann so. Alter, was kommt da denn noch alles? Chipshooter. Ach so, genau, Chipshooter-Maschinen, das ist ja dafür da. Die bräuchten wir auch irgendwann mal. Ja, packen wir die schon mal rein. Formica mit Ich Melaminharz, weiß jetzt nicht, Melamin wie du mit die reinmachen Melamin. willst, wenn es eine Forschungsliste voll ist, aber gut. Wie du, habe ich das schon reingepackt? Okay. So, jetzt mal gucken, ob ich das Kohlgas noch irgendwie loswerden könnte. Meintest du nicht was von, du hast 500 Tonnen Sediment noch irgendwo rumfliegen? Im Inventar habe ich noch was. Okay. Brauchst du? Ja, ich komme gleich zu dir. Ja, ich komme schon mehr. Also nicht 500 Tonnen, aber halt die 1400, die wir von Anfang noch hatten. Glaub mir, die sind mit einer Maschine, die 300 pro Crafting-Durchlauf braucht, relativ schnell weg. Oh, okay. Gut, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nein, ich wollte keine Eisenstangen bauen, ich wollte Kupferzahnräder fallen. Kupferzahnräder, da sehe ich mich ja. Oh toll, jetzt habe ich wieder 300.000 neue Rezepte. Oxygenfällen, Furnace, Smelter, MK, was weiß ich. Vierundzwanzighundertneunundzwanzig. So, und ich sollte mir jetzt mal das angucken hier mit dem optischen Set. Richtig, dafür brauchst du aber eh noch die jetzige Forschung, die gerade kommt. Außer wir haben doch inzwischen ein anderes Duralumin-Rezept, aber glaube ich nicht. Na gut, Basis Komponent für das Core-Equipment, das ist ja nur Dual-Aluminium und Zinnplatten, da kriegen wir wenigstens die Zinnplatten los. Das ist ja ein Punkt davon. Leiterplatten haben wir Gummi. Wie sieht das mit Gummi aus? Gummi hätten wir doch schon erforscht, oder nicht? Oder auch nicht. Dachte eigentlich, wir hätten Gummi schon.
Sachen schauen jetzt aber auch nicht drin. Dann müssen wir ja Gummi schon irgendwo haben. Wie wär's damit, einfach Gummipunkt zu gucken? Was? Wie wär's damit, einfach Gummipunkt zu gucken? Oder bei der Forschung GUM einzugeben? Dann müsstest du es auch relativ einfach finden. Oh, das ist der Kram. So, ja, stimmt, das war ja das mit diesem Poly. Noch ein anderes Rezept. Riemen aus Gummi, Industrierohr. Ach ja, stimmt, Industrierohr war ja aus Teer. Deswegen hatten wir auch die Maschinen für Petrochemie drin, das ist nämlich die Vorforschung gewesen. Für Gummi. Ach man. Geht da ja natürlich über eine ganze Menge an Koks. Das heißt, irgendwann sollte das hier mal voll laufen. Soweit die Theorie, ja. Aber es gibt auch keinen anderen Weg, um Koks herzustellen, ne? Ich glaube nicht, nein. Kohle aus Koks. Also, das war Koks aus Kohle. Koks aus Kohle. Kok aus Red Hot Coke. Oder aus heißem Restgemisch, ja, oder aus Teer. Dafür brauchen wir aber Maschinen für die Petrochemie MK2. Oder Coke Processing. War.
Das ist halt wirklich nur das, was wir da haben. Das ist eine Red Hot Coke. Achso, das ist einfach nur Kohle mit Dampf. Dafür brauchen wir aber Coke Processing Stage 2. Da drin nichts zu suchen. Die Anlage frisst natürlich auch mal. Also deine Anlage da drüben, die frisst natürlich auch massiv viel Koks, ne? Für das Ethin. Kriegen wir Ethin irgendwo anders her? Wie wird denn die noch auf Englisch geschrieben? Frage. Chemische Begriff davon steht auch nicht dabei. Da ist Ethin. Calcium, Carbonat und Wasser. Das ist das, was du jetzt gerade machst, ne? Aus Ja. Toluen und aus, ja, das ist die einzige Möglichkeit. Aber du kriegst leider Löschkalk raus. Können wir damit schon irgendwas anfangen? Natriumquellen mit Kalkgestein. Leeren Brecher, Klasse 1, alter Schwede, und Fett. Schwarzpalp. Löschkalk und Titanium Pulp Stage 6 ist Titanium Solution Stage 1. Okay, nee. Synthesegas, also geht's da weiter. Synthesegas, nächster Versuch. Mit Koks zum Brennwarengemisch. Mit einer Kristallmine in einem Boraxreservoir zu Boraxkristallen. Die brauchen wir ja eh, ne? Borax brauchen wir eh, ja. Was das darauf bezogen war. Ja. Haben wir von hier drüben eine Anlage? Nein, hier ziehen wir noch nirgendwo Synthesegas weg. Haben die schon irgendwo Synthesegas? Bei dir oder nicht? Wo? Oder ist es kein Synthesegas? Wir hatten es mal gehabt. Das gelbe Wissen Gas, das? was da rauskommt, ist doch Synthesegas hier. Wo? Ja, da, genau. Aber ich dachte eigentlich, wir hätten das noch irgendwo anders gehabt, dass ich Nicht, dass nicht ich jetzt wüsste. noch. Okay, dann kommt die nächste Leitung quer durch die ganze Basis. Typisch.
hoffe, ich komme damit bis. Okay, komme ich natürlich nicht. Aber ich muss ja nur rankommen bis. Wo ist denn die Leerleitung? Bis nach da unten. Weil das war ja schon mal Synthesegas. Das war ja das, was ich mal so nebenbei so ein bisschen hergestellt hatte. Aber das darfst du schon in der nächsten Folge machen. Ja, leider ist es schon wieder so weit, dass wir Feuer machen dürfen. Alles klar, dann würde ich sagen, hau rein, bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen. Tschüss.